Playoff-Viertelfinale Spiel 1 und damit recht herzlich willkommen aus der Kasseler Eissporthalle. Die Kaslaskis als Tabellenzweiter empfangen den Gewinner der Pre-Playoffs zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Bietigheim Steelers. Die Gäste aus Kaufbeuren, neuntplatzierter in der Hauptrunde, durchgesetzt in zwei wirklich spannenden Spielen gegen die Bietigheim Steelers. Und heute also im ersten Duell gegen die Kaslaskis. Und damit ja, gehen wir bald rein in die erste Partie. Aber wir blicken natürlich zuerst mal auf die Aufstellung der Gäste. Und da hat sich bei Trainer Andreas Brockmann nicht viel geändert im Gegensatz zum Spiel gegen Bietigheim. Lediglich Ilya Scharipow als Backup mittlerweile dabei. Jan Dalgic wird beginnen und dann in der Verteidigung Florian Ketterer mit Julian Eichinger. Weiterhin Dennis Pfaffengut und Alexander Thiel und Philipp Depaly mit Fabian Koziol. Unverändert die Verteidigung, aber auch unverändert die Aufstellung in der Offensive. Topscorer des ESVK Sami Blomqvist mit Antti Kerele und Max Lukas. In der zweiten Reihe weiterhin Tobias Wörle, Brandon Graysell und Joseph Lewis. In der dritten Reihe Kelvin Pokorny mit Jeda Larksonen, Max Schmiedle. Und die nominell vierte Reihe Daniel Oppolzer, Florian Thomas und Jonas Wolter. So also will der ESV Kaufbeuren das erste Auswärtsspiel hier in Kassel für sich entscheiden. Aber da werden die Huskies natürlich einiges dagegen haben. Und die Aufstellung der Gastgeber schauen wir uns an. Also Tim Kehler weiterhin auch relativ unverändert die letzte Partie der Hauptrunde genauso aufgestellt. Der Jerry Kuhn, der Torhüter, wird beginnen und im Backup Leon Hungerecker. In der Verteidigung Dennis Schönrin zusammen mit Stefan Tramm, Maximilian Adam und Spencer Humphreys, der die meisten Tore in der Hauptrunde geschossen hat als Verteidiger. Und in der dritten Reihe Derek Dinger mit Mario Scalzo. Dann lassen wir den Blick schweifen auf die Offensive und dort wird Alexander Karatschun mit Ben Duffy und Ryan Moser auflaufen, der Ex-Freiburger. In der zweiten Reihe Justin Kirsch mit Corey Trevino und Austin Carroll. Dann in der Reihe 3 Luis Spitzner mit Erik Valentin und Patrick Klöpper. Und die nominell vierte Reihe Nick Walters mit Michael Christ und Nureddin Betterhaar. So also die Aufstellung von Tim Kehler. Genauso hat man in der letzten Partie der Hauptrunde gespielt und man war erfolgreich und man möchte natürlich auch diese Serie heute gerade zu Hause in Führung gehen. Die Kaslaskis werden dafür kämpfen und ich würde sagen, ohne längere Umschweife gehen wir nun in Spiel 1 zwischen den Kaslaskis und dem ESV Kaufbeuren. Viel Spaß! Also dann rein in die Partie in der Kasseler Eissporthalle. Die Kaslaskis treffen auf den ESV Kaufbeuren. Und das bedeutet der zweite gegen den neunten in der Tabelle. Kaufbeuren hat sich ja, wie gerade eben schon angesprochen, durchgesetzt gegen die Bietigheim Steelers in zwei richtig knappen Spielen. Einmal Jeda Larksonen, 32 Sekunden vor Ende, den 4-3-Treffer erzielt. Und in der zweiten Partie dann nur 11 Sekunden vor Ende des Spiels erzielte Joe Lewis das 3-2 für Kaufbeuren, die sich damit durchsetzen konnten und heute im ersten Viertelfinalspiel auf die Kaslaskis treffen, die hier zu Beginn die Strafzeit ziehen. Aber gucken wir erstmal auf Kaufbeuren ohne Torhüter. Lukas mit der Gelegenheit. Und Kaufbeuren wird genauso wie gegen die Bietigheim Steelers auflaufen. Graysell, offensiv geprägt, Blomqvist. Da ist Lukas und er macht das Ding nach nur 2 Minuten und 16. Max Lukas und sie brauchen hier überhaupt nicht dieses Überzahlspiel. Im Gegenteil, Max Lukas, der von den Bietigheim Steelers kam, diese Saison in 44 Partien 27 Treffer oder 27 Scorerpunkte erzielt hat, bringt also die Führung für den ESV Kaufbeuren. Und wer hätte das gedacht nach dieser Saison? Kaufbeuren, ich habe es gerade angesprochen, Rang 9. Das war nicht das, was man sich vielleicht gewünscht hat. Das war nicht das, was man vielleicht sich als Ziel gesetzt hat. Aber man ist bislang sehr erfolgreich. Beide Spiele gegen Bietigheim, also im Minimalprinzip, ins Playoff-Viertelfinale eingezogen. Und die Kaslaskis mit dem besten Tabellenplatz seit der Zugehörigkeit in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Punktemäßig
nicht die beste Saison. Trivino und Jan Dalgic, der heute zwischen den Pfosten steht mit dem Safe. Nur die Löwen Frankfurt vorne, Kaslaskis, und zusammen mit dem ERC Freiburg hat man in diesem Trio den besten Punkteschnitt in dieser Liga. 1,8 nämlich an der Zahl an Punkte hat man sich diese Saison geholt und dementsprechend steht man auch da, wo man aktuell steht. Aber jetzt erstmal die Kaslaskis laufen hier dem 0:1 bislang hinterher. Spencer Humphries, einer der punktbesten Verteidiger der deutschen Eishockey-Liga 2, sorgt immer wieder für Gefahr. Und auf der anderen Seite Schmiedler, der legt auf Pokorny und er scheitert an Jerry Kuhn. Adam auf Kirsch, der legt die Scheibe gut rüber auf Valentin. Ist wieder Adam, wieder geblockt, hier der Lachs, sondern auf Joey Lewis. Tobias Wörle noch in der Mitte dabei. Kaufbeuren versteckt sich hier nicht. Sie brauchen sich absolut nicht verstecken. Denn wenn wir mal einen Blick drauf werfen, wie die bisherigen Partien waren in dieser Saison. Dreimal gewannen die Kaslaskis das Duell gegen Kaufbeuren. 13. Oktober zu Beginn der Saison. Also noch relativ jung. Da gab es ein 7:3 aus Sicht der Kaslaskis. Dann am 1. Dezember ein 3:2 zu Hause für den ESV Kaufbeuren. Aber dann 14. Februar wieder ein deftiges 6:3 für die Kaslaskis. Und am 16.2. traf man zuletzt in der Hauptrunde aufeinander. Und da gab es das 3:1 für die Kaslaskis, die also etwas positiver aus dieser Saison rausgehen. 34 Begegnungen gab es bislang insgesamt zwischen den beiden Mannschaften. 8-mal konnte der ESVK siegen, ganze 24-mal die Kaslaskis. Aber hier legen die Gäste aus Kaufbeuren richtig gut los. Die erste Viertelstunde gehört klar den Gästen. Der Mannschaft von Andreas Brockmann, die ja auch schon die News rausgegeben haben. Die Wege werden sich in der nächsten Saison trennen. Also Andreas Brockmann nicht mehr länger Trainer des ESV Kaufbeuren. Scalzo auf Dinger. 5 Minuten noch, da ist Walters. Und vielleicht nochmal die Gelegenheit für die Huskies, hier zuzuschlagen. Hier den Ausgleich zu erzielen vor der Pause. Ben Duffy, da ist er. Topscorer der Huskies. Mit dem Versuch, aber der scheitert an Jan Dalgic. Und der hat eine richtig gute Entwicklung durchgemacht in dieser Saison. 19-mal stand er auf dem Eis in der Hauptrunde. 2,81 Gegentore pro Schnitt. 90% Fangquote. Und die konnte er in den Playoffs nochmal verbessern. In beiden Spielen stand er auf dem Eis, hat einen Gegentorschnitt von 2,25. Und eine Fangquote sogar von 92,1%. Also auch da die Werte nochmal nach oben. Schemerin. Da ist Karacun. Aber wieder ist es Jan Dalgic. Der Junge, 22 Jahre jung, in Bonn geboren. Und er entschärft den Versuch von Alexander Karacun. Letzte Saison hat der noch bei den Grizzlies Wolfsburg gespielt. In Kooperation mit den Kaslaskis dann ausgeliehen und in diesem Jahr lief dieser nur für die Kaslaskis auf. Also, erstes Drittel damit vorbei und die 1:0-Führung für die Gäste aus Kaufbeuren. Da wird noch ordentlich Spannung reinkommen in den nächsten 40 Minuten und nach den kurzen Highlights sehen wir uns dann gleich zurück zu Drittel Nummer 2. zu 4 Schüsse, also 2:1 Checks. Kaufbeuren etwas länger in der Offensive und die Passquote, die ist bislang fehlerfrei bei den Kaufbeurern, aber auch bei den Kaslaskis relativ gut mit 90%. Bullies klar, die Kaslaskis besser, 4:1 und jetzt gehen wir also direkt rein in den Mittelabschnitt.
Kassel, ich habe es vorhin angesprochen, seit der Spielzeit 14-15 wieder zurück im Profibetrieb. Mit dem Erhalt der Lizenz wieder also zurück in der DEL 2. Und der erste Trainer bei den Kasselhuskies war Rico Rossi, Co-Trainer war Rob Liesk. Und die erste Saison beendete man auf dem dritten Platz und scheiterte dort im Viertelfinale am IV Landshut. So, das also nur mal die Statistik. Wir erinnern uns, letztes Jahr Kassel auf Platz 7 in den Pre-Playoffs, dann gegen die Eispiraten Krimitschau durchgesetzt. In der zweiten Partie zwar mit 6:1, allerdings schied man aus in den Pre-Playoffs. Krimitschau konnte zwei Spiele für sich entscheiden, zog ins Viertelfinale ein, aber scheiterte dann ebenfalls an den Löwen Frankfurt. Und da ist der Ausgleichstreffer. Und ich glaube, Stefan Tramm, derjenige, der hier getroffen hat. Genau so ist es, der Mann mit der Nummer 10, Stefan Tramm. Und er wird von keinem anderen bedient als Ben Duffy. Gut durchgesetzt. Und dann ist das der Ausgleich durch Stefan Tramm, der letzte Saison noch bei den Ex-Ice Fighters Leipzig in der Oberliga gespielt hat. Ausgebildet in Hamburg und Berlin. Und sein Bruder Jan Tramm, ebenfalls professioneller Eishockeyspieler, spielt bei den Crocodiles Hamburg. Ihnen wird es völlig egal sein, denn hier ist der Ausgleich und damit der erste Treffer in den Playoffs für die Kassel Huskies. Strafzeit gibt's gegen Kaufbeuren, da trifft es den Mann mit der Nummer 11, Joey Lewis. Der Deutsch-Waliser 2 Minuten raus wegen Beinstellens. Über 250 DL2-Spiele schon gemacht und Ryan Moser, der Ex-Freiburger, mit der ersten Gelegenheit in Richtung Jan Dalgic. Valentin. Jetzt Kassel also mit der Gelegenheit, diese Partie zu drehen. Luis Spitzner, Ryan Moser. Rechts geht Michael Christ mit. Aber Pfaffengut, der kämpft. Spencer Humphries. Spitzner, der legt ab auf Valentin. Und der Schuss wieder abgeblockt. Kassel jetzt in der Aufstellung. Sie finden sich zurecht und dann ist das 2:1. Kassel mit der Führung. Und da ärgert sich natürlich Jan Dalgic. Aber Luis Spitzner, Ryan Moser und Michael Christ sorgen für die Führung der Kassel Huskies. Jahre jung in Chemnitz geboren, Luis Spitzner. Auf Leihbasis bei den Kassel Huskies. Eigentlich beim Herner e.V. Auch schon an die Krefeld Pinguine ausgeliehen. Und das hat er richtig gut gemacht. Und jetzt also führen sie die Kassel Huskies. Spiel gedreht. Nachdem Kaufbeuren wirklich zahlreich und stark hier in der Kassel Eissporthalle aufs Eis gegangen ist. Thiel. Aber noch ist nichts vorbei. Kerele mit der nächsten Gelegenheit. Der Finne. Antti Kerele aus Hattula. 33 Jahre. Kaufbeuren ja ohnehin der Mannschaft, die sich sehr auf die Finnen spezialisiert hat mit Sami Blomqvist, Antti Kerele, Jeda Laakson und Ossi Saarinen. Gleich 4 Kontingentspieler mit der finnischen Nationalität. Brandon Graysell trägt die kanadische Staatsbürgerschaft und ist damit der 5. Lizenzspieler in Kaufbeuren. Und Dalgic entschärft die Scheibe. Von Justin Kirsch. Bei den Kassel Huskies ist es genau andersrum. Da setzt man auf die nordamerikanischen Spieler. Jean-Ferin Tramklöpper. Luis Spitzner wieder mit dem Versuch. Und Luis mit der Kontermöglichkeit. 9,5 Minuten noch in Durchgang 2. Joey Lewis versucht die Scheibe da reinzulegen.
Aber wieder gut abgewehrt. Keine Chance für Brandon Graysell, die Scheibe dazu nehmen. Valentin. Und jetzt aber Tobias Wörle. Mit Raum, mit der Gelegenheit abzugeben und Kaufbeuren wieder auf Kurs zu bringen. Sie versuchen, Scheibe kann er gut abschimmen. Brandon Graysell mit der Gelegenheit, aber Jerry Kuhn mit dem hervorragenden Save. Also Spencer Humphries, Austin Carroll, Ben Duffy, Corey Trivino. Alle die tragen zumindest auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Bei Austin Carroll sogar noch die US-amerikanische. Also sehr, sehr nordamerikanisch geprägt das Spiel um die Mannschaft von Andreas Brockmann. Aber Kassel kommt. Tim Kehler kann bislang wirklich zufrieden sein, hat eine hervorragende Saison gespielt mit seiner Mannschaft. Und auch hier in diesem ersten Playoff-Viertelfinale ordentlich Druck der Kassel Huskies. 6.100 Plätze umfasst die Kassel Eissporthalle, die hier restlos ausverkauft scheint. Und das also auch die Würdigung der hervorragenden Saison der Kassel Huskies. Opolzer. Abgelegt auf Thomas. Philippe Depaly. Nur knapp an Jerry Kuhn durch. Alex Karatschun versucht die Scheibe rauszubekommen. Aber Kaufbeuren mit Druck. Koziol, Volta, Thomas. Schöner Zweikampf von Cheverin. Wieder Tram auf Karatschun. Betaha. Michael Christ, noch abgelegt auf Dinger. Also man kämpft wirklich um jeden Zentimeter, den man hier bekommen kann. Kurz Joel Petterhaar geht dazwischen. Kann die Scheibe da auf Christ geben, er schirmt sie gut ab, sucht die Lücke. Dinger nochmal von der Blauen abgefälscht allerdings von Nureddin Petterhaar. Deutsch-polnische Staatsbürgerschaft. Max Schmiedle versucht dann nochmal den Akzent in Richtung Jerry Kuhn zu setzen, aber der macht wie schon die Saison einen richtig guten Job. 91,5 die Fangquote, 2,39 sein Gegentorschnitt, einer der besten Torhüter in der DEL2. Und wir gehen also mit dem 2:1 der Kassel Huskies in die zweite Drittelpause und die kurzen Highlights. Und dann geht's zurück in den Schlussabschnitt Kassel gegen Kaufbeuren. So, 8:12 Schüsse jetzt also für die Kassel Huskies. Auch die Checks und die Offensivzeit hat sich etwas geändert. Relativ ausgeglichen. Die Passquote auch relativ gleich. Aber die Bullies, die bleiben weiterhin bei den Kassel Huskies. Eine Strafzeit haben wir bislang gesehen. 1:22 Powerplay gebraucht. Dann die Kassler mit dem Ausgleichstreffer. Und jetzt also rein in den Schlussabschnitt. Kassel im Playoff-Viertelfinale gegen den ESV Kaufbeuren. Kerele gegen Duffy. Und sie sind noch 20 Minuten vom ersten Sieg im Playoff-Viertelfinale entfernt. Kassel ohnehin zu Hause in dieser Saison sehr, sehr stark. Und ich habe es gerade noch vor der Pause angesprochen. Jerry Kuhn, der Torhüter der Kassel Huskies, die beste Fangquote in der Liga mit 2,39. Ansonsten ja Ben Meissner, der Wölfe Freiburg. So ein wenig im Fokus. Aber die Torhüter, sie tragen Schlüsselposition, auch gerade in den Playoffs. Blomqvist. Sami Blomqvist kommt nicht zum Abschluss. Kerele und Ketterer. Eichinger versucht es von der Blauen. Wichtiger Block, auch wenn es wehgetan hat. Da von Ryan Moser. Strafzeit jetzt gegen die Kassel Huskies.
Und das bietet DBSVK noch einmal die Gelegenheit, die Partie auszugleichen. Ben Duffy, die 2 Minuten wegen Hakens. Zu Hause holten die Huskies 58 ihrer 92 Punkte. Und Kaufbeuren auswärts nur 26. Und damit auf Platz 11. Man tut sich also schwer auf fremdem Eis. Pokorny, jetzt aber die Gelegenheit. Wörle. Brandon Grissel auf Pokorny. Schafft man jetzt den Ausgleich? Kann man diesem Spiel wieder einen anderen Stempel aufdrücken? Joey Lewis nimmt da Maß, aber Mario Scalzo sorgt für die Befreiung. Viertelstunde noch. Und vielleicht noch eine Gelegenheit für Kaufbeuren. Sie suchen die Aufstellung. Bringen die Scheibe aber wieder Mario Scalzo. Gut gedacht. Die Umsetzung war dann eher mittelmäßig. Und dementsprechend auch Kassel wieder komplett. Und es laufen die etwas weniger als 14 verbleibenden Restminuten. Pokorny! Und wieder Jerry Kuhn. Also auch hier der Hinweis, es gibt kein Ö, es gibt kein Ü in der Schreibweise, nicht erlaubt auf den Trikots. Deshalb hier Tobias Wörle mit OE. Und ich habe auch hier die Mannschaften, so gut es geht, deren Original-Trikots, deren Original-Aussehen und deren Original-Stats angepasst. Joey Lewis. Das nur als Hinweis, falls sich jemand wundert. 12 Minuten. Kassel weiterhin mit der 2-1-Führung. Spencer Humphries. Und wenn der schießt, dann wächst oftmals kein Gras mehr. Denn der hat in der Saison schon oft gezeigt, dass er hier sehr, sehr gefährlich sein kann. Wie gesagt, der Verteidiger mit den meisten Toren in der Saison. 13 an der Zahl vor Ian Brady von den Heilbronner Falken und Nick Pajot von den Freiburgern mit jeweils 12. Und Lucas noch einmal mit der Chance. 10:30 auf der Uhr. Es ist weiterhin eine sehr, sehr spannende Partie. Sami Blomqvist, der Topscorer des ESV Kaufbeuren, bislang nicht so sehr im Fokus, wie man sich das vielleicht gewünscht hat hier an der Scheibe. Eichinger bringt den Puck tief, aber Stefan Tramm geht nach vorne. Luis Spitzner. Und auch die Chance nicht ungefährlich. Ketterer. 8:40 noch. Kerele. So langsam aber sicher wird die Zeit ein Faktor für die Gäste aus Kaufbeuren. Ketterer auf Kerele. Der kann sich da durchsetzen. Abnehmer findet er und Lukas. Da waren es nur Zentimeter. Ansonsten hätte das durchaus der Ausgleich werden können. Und jetzt auf die andere Seite Valentin. Also man hat hier wirklich ein enges Spiel. Man hat wirklich viel, viel Power mit drin. Geschwindigkeit stimmt. Die Physis ist in Ordnung und die beiden Mannschaften hochmotiviert in dieser Saison, zumindest virtuell, ins Halbfinale einzuziehen. Und sie kämpfen beide ganz extrem dafür. 5 Minuten noch. Grundstein. Alex Karatschun. Aber der Schuss im Keim erstickt von Jan Dalgic. Der zusammen mit Ilya Scharipov das Duo bildet und zusammen mit Stefan Feiss sogar ein sehr erfolgreiches Trio. Dalgic und Feiss in Bonn geboren und Scharipov in Kasan in Russland. Nochmal Ben Duffy, holt sich die Scheibe. Mario Scalzo, Derek Dinger, sucht wieder die Lücke. Und abgefälscht von Ben Duffy. Jetzt nochmal, Ryan Moser kommt nicht zum Abschluss. Und jetzt Pokorny. Und Schmiedler aber abseits gepfiffen. Max Schmiedle, der nach dieser Saison seine Profikarriere beendet.
in Real schon beendet hat. Und es laufen die letzten 2,5 Minuten. Philipp de Pally. Wieder Max Schmiedle. Von Corny. Aber Kassel schafft es immer wieder, die Scheibe aus der eigenen Defensivzone rauszubefördern und dann sogar in die Kontermöglichkeit reinzukommen. Und es sieht bislang alles nach einem Sieg der Kasselhuskies aus. Letzte Minute läuft. Wörle kriegt den Pass nicht richtig, aber holt sich den Punkt. Nochmal auf Joey Lewis, Entschuldigung. Der Druck ist da. Und es ist nicht so, als hätte Kaufbeuren hier überhaupt keine Möglichkeiten. Im Gegenteil. Aber es ist bislang einfach dieser Jerry Kuhn, der mit Leo Hungeriger das Duo bei den Kasselhuskies stellt. Trivido gegen Graysell, der holt sich den Puck. Kurziol, De Pali. Und die Scheibe geht raus. Spencer Humphries auf Corey Trivino. Und beim nächsten Angriff müsste Jan Dalgic mit vom Eis. Kurziol. Wörle. Aber Kassel jetzt mit sehr gutem Vorchecking versucht da Kaufbeuren überhaupt nicht mehr ins Offensivdrittel kommen zu lassen. Jetzt aber Brandon Graysell und Kaufbeuren ohne Torhüter, also mit dem sechsten Feldspieler. Und jetzt Corey Trivino. Die Möglichkeit, hier alles fix zu machen, aber der trifft nicht. Eichinger. Vielleicht noch eine Gelegenheit. Brandon Graysell. Kerele. Tobias Wörle. Legt rein auf Lewis. Und ja, ist denn das zu fassen? Joey Lewis. Der macht hier tatsächlich den Ausgleich. 10 Sekunden vor dem Ende. Der Pass, der kam wirklich gut an. Keine Möglichkeit da für die Nummer 53. Für Spencer Humphries die Scheibe da zu entfernen. Und Joey Lewis. Im dritten Playoff-Spiel macht er seinen 4. Punkt und verhindert damit, dass Kaufbeuren nach regulärer Spielzeit diese Partie verliert. Und Dalgic, den muss er noch abwehren. Also 2:2 nach 60 gespielten Minuten. Und wir bekommen also in diesem Spiel 1 noch einen Nachschlag. Zwei Mannschaften, die wirklich alles geben. Chancen auf beiden Seiten, hüben und drüben. Und dann aber Wörle auf Lewis und der netzt ein. Und deshalb gehen wir in die Overtime. 14:18 die Schussstatistik. Offensivzeit 10 zu knapp 9 Minuten. Und ja, die Bullies, da die Kasselhuskies weiterhin sehr, sehr stark. Und jetzt also rein in die Verlängerung. 2:2, wer macht den Treffer hier in der Kasseler Eissporthalle? Kann Kassel zu Hause diese Serie in Führung bringen oder aber schafft es der ESVK das Heimrecht nach Hause zu entführen? Getterer. Kaufbeuren kommt über Max Lukas, Sami Blomqvist. Lukas auf Blomqvist und da ist die nächste Chance, aber Jerry Kuhn mit dem hervorragenden Stellungsspiel. Und wer hätte das gedacht, dass diese virtuellen Playoffs in der DEL2 so hochdramatisch beginnen. Auch Freiburg gegen Ravensburg. Die Partien, die ich bisher gezeigt habe. Hochspannende Spiele. Und ich bin wirklich gespannt, welche Mannschaft sich am Ende hier mit dem Meistertitel in der DEL2 krönen darf. Ryan Moser. 16 Minuten natürlich fortlaufende Overtime. So lange, bis eine Mannschaft den Treffer erzielt. Tobias Wörle. Und es soll natürlich für die jeweilige Mannschaft am liebsten der eigene Treffer sein. Joey Lewis! Und der heute sehr, sehr auffällig testet hier wieder einmal Jerry Kuhn. Aber die beiden Torhüter definitiv on top. Machen eine ausgezeichnete Partie. Joey Lewis in Newport in Großbritannien geboren. Sein Bruder Nicky Lewis bei Invicta Dynamos in England bis 2017 gespielt. Und Trivino legt ab auf Justin Kirsch. Sie suchen die Lücke. Kaufbeuren macht da die Defensive zu. Spencer Humphries
Und der Block. Und wieder Tobias Wörle. Legt da die Scheibe in die Mitte rein, aber gut aufgepasst. Und jetzt natürlich die Nervosität immer mit dabei. Ein weiterer Treffer und die Partie ist vorbei. Spencer Humphries! Und der Nachschlag von Patrick Klöpper. Der mit der Rückhand versucht an Jan Dalgic vorbeizukommen. Patrick Klöpper seit dieser Saison teilweise bei den Kaslaskis, kam von den Eispiraten Krimitschau. Am 15. November wurde der Wechsel bekannt gegeben. War 2017, 2018 bereits bei den Kaslaskis und kann 68 DEL-Spiele an Erfahrung mitbringen. Zwei Spiele sogar in der Champions Hockey League mit den Hamburg Freezers in der Saison 2014-2015. Hier ist er wieder an der Scheibe. Patrick Klöpper auf Luis Spitzner. Der legt zurück auf Marius Galzo. Kassel sucht die Lücke und Kaufbeuren versucht sie zu vermeiden. Derek Dinger. Scheibe läuft aber gut. Kassel mit dem Scheibesitz. Wieder Marius Galzo. Wann kommt der Abschluss? Patrick Klöpper. Technisch stark. Valentin. Und dann aber die Scheibe erstmal raus. Dennis Pfaffengut. 6,5 Minuten noch in Overtime. Und die Chance für Jere Laaksonen. Hier das Spiel zu beenden. Seine vierte Saison beim ESV Kaufbeuren. Jere Laaksonen kam 2016 von Sarıyaka Karaganda aus der VHL in Kasachstan. Und Betaha. Spannung bleibt weiterhin oben. Wer hat am Ende den längeren Atem? Das ist die Frage. Oppolzer. 5 Minuten noch in Overtime und die Mannschaften wechseln jetzt natürlich fliegend. Denn man hat jetzt gleich ein viertes Drittel gespielt und das ist schon sehr, sehr anstrengend. Kurziol auf Wolter. Der fährt in die Offensive, legt ab auf Thomas. Depali, die Chance wieder. Dieses Mal allerdings für Daniel Oppolzer. Alexander Karatschun. Kassel kommt. Kassel versucht. Aber dann der harte Check von Depali. Christ. Und es soll einfach nicht sein. Was für eine Partie, die wir hier in diesem ersten Viertelfinale sehen. Wolter mit der nächsten Gelegenheit. Offener Schlagabtausch jetzt zwischen Kastel und Kaufbeuren. Ketterer auf Wolter. Kassel macht auch defensiv zu. Jerry Kuhn. Tor! Da ist es. Kaufbeuren entführt die Serie nach Hause. Overtime winning goal für den ESV Kaufbeuren. 3:2 siegen die Gäste und Kassel damit mit der Niederlage in Spiel 1. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Sami Blomqvist macht den entscheidenden Treffer und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, euer Bloody LP.